Hallo und herzlich willkommen zurück bei Portal Knights mit mir, dem Sepp oder auch BF-Manager und die zwei Kasper hinter mir, der Fiene. Hallo. Und dem Bravo Saxo. Kopfschuss! Hier, Kopfschuss hast du verdient. Kopfschuss, ein nach dem nächsten. So, hallo. Ich habe jetzt was vergessen. Stell dich bitte nochmal so hin. Was? Wolltest du ein Screenshot? Ich hab nee, vergessen zum. Ja, genau, das Screenshot. Siehst du, deswegen mache ich mir einen Screenshot dann einfach aus dem Video heraus. Nee, das will ich ja nie. Achso. Jetzt hört doch mal auf, euch zu bewegen. Ist ja schlimm mit euch. So, guck mal in Richtung Sepp. Noch ein bisschen. Ja, kann man so nehmen. Jetzt hört auf, euch zu stänkern. Ist ja schlimm. Mensch, Sepp, ich muss jetzt 10.000 Dinger machen, dass ich euch mal wische. So, jetzt. Schlimm mit euch, ey. So, heute in der Folge geht's durchs Portal. Juhu! Auf die Plätze, fertig. Oder noch nicht? Weil es gibt nämlich. Ich gehe nicht, warte, ich brauche ja eh nicht durchrennen, weil muss, wir werden eh alle. Wenn einer durch das Portal rennt, werden nämlich alle automatisch mitgezogen. Na, deswegen. Geronimo! Oh, du hast keinen Kopf. Interessant. Ich weiß jetzt, wie es von dir, bei dir von innen aussieht. So, das ist der Tunnel. Voll interessant. Oh, bunte Farben. Oh, oh, oh. Ich sehe es. Ich sehe das Licht. Ich gehe in das Licht. Staubige Kreuzung, Stufe 2. So. Was ist das denn? Kupfer! Sandpanzer. Mhm. Oh, meine Maus wartet schon auf. Meine Ratte. Es ist ja eine Ratte. Ich verwechsel das immer. So, Ego-Perspektive an. Let's go. Aua. Blöde Schildkröte. Ja, die sind ein bisschen, naja. Ein bisschen am Limit. Und der lootet hier, weißt du? Ja, schäm dich, Sepp. Als Krieger braucht man viel Kupfer. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Naja, die Krieger stecken sich das Kupfer ja immer in den Po, ne? Und deswegen brauchst du so viel davon. Genau. Nein, ich zieh das durch die Nase. Achso. Naja, der Fame so hoch, dass du sowas schon brauchst. Was ist das hier? Ja. Roher Flammenrubin. Okay. Oh, ein Wurm. Der will nur kuscheln. Der will nur kuscheln. Der ist ein bisschen härter. Also der mag es ein bisschen härter. Also deswegen nicht wundern, dass du Schmerzen hast. Und herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Dankeschön. Bitte sehr. Immer wieder gerne. Was ist das hier für ein Haus? Nichts drin? Das Haus vom Nikolaus. Ja, das hast du öfters. Vielleicht ist da was unten drunter. Wir graben uns einfach mal rein. Na, mach mal. Vielleicht fällst du ja ein Stückchen. Nö, nur Sand. Schade. Da gibt's nur Sand. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ja, man kann halt nicht alles haben. So. Ich würde ganz gerne auch mal irgendwo Kupfer abbauen wollen. Ne, da sucht ihr doch eine Stelle. Ist doch genug auf der Map drauf. Der hat doch alles schon abgenommen. Ich finde doch auch noch was. Der Vincent halt einfach nicht da lang, wo ihr lang lauft. Das ist das ganze Geheimnis. Der Vincent van Gogh selbst hat doch hier schon alles wieder abgelootet. Ach so, ja. Wo hast du das gesehen mit Vincent van Gogh Sepp?
Das schneide ich euch einfach hier in das Video mit rein. Nummer 2. Leonardo da Vinci, Franz. Jetzt ist ja Leonardo da Vinci als Vorname schon mega. Aber als ich gecheckt habe, dass da noch ein Franz dazukommt, da hatten die Eltern aber einen Schalk im Nacken. Das ist ungefähr so, als würde ich mein Kind Napoleon Bonaparte, Heinz Ludwig van Beethoven, Berti oder Vincent van Gogh Sepp nennen. Und man darf dabei ja nicht vergessen, dass noch ein Nachname dazukommt. Ja, dann viel Spaß. Euer Johann Wolfgang von Goethe-Fludern, Heinz Heider. So, und guck mal, das hier, das ist so ein typischer Schläger. So möchte ich das mal nennen wollen. Habe ich mir auch nur bei einer anderen YouTuberin geklaut. Ja, den haust du einfach mal gepflegt aufs Maul. Ja, und wenn die nämlich dann merken, dass sie den Kampf verlieren, ja, dann rennen sie nämlich weg. Das habt ihr von mir geklaut, wo ich das alleine aufnehmen wollte. Das ja, ist eine Lüge. Da habe ich das nämlich gesagt. Ist eine Lüge. Mhm. Oh doch. Das kann ich gerne gleich mal mit reinschneiden. Das ist gelogen. Hm, ist klar. Alles, was nicht öffentlich bei YouTube gemacht wurde, ist nicht ist nur frei erfunden. Und Level up. Die Videos sind fertig. Die Videos sind fertig gerendert. Ich brauch's nur hochladen und schon ist es zuerst drin. Was machst du denn dann? Dich bei YouTube melden. Tja, mach das. Bei der Stimme stört das ohne. Jo. Dann mache ich mir noch so extra aber 1000 Kanäle, dass ich dich auch melden kann. So wirst du nämlich zuerst rausgeschmissen als ich. So, ich tue mir erstmal einen von der Palme wedeln. Du musst ja deinen Namen alle Ehre behalten, ne? Ja. Der den gilt's jetzt, der Welt oder irgendwie den gilt's ja jetzt zu verteidigen. Hier ist mir ja jemand zuvorkommen möchte. Apropos Name, das wollte ich schon immer mal fragen. Jetzt kommt's. Wie kommt eigentlich der Name Bravo Saxo zustande? Ich meine, Milchmädchen kann ich mir ja noch vorstellen. Ist ein Mädchen und produziert Milch, ja, hast recht, kann ich auch nachvollziehen. Du weißt schon, Frauen können nur Milch produzieren, wenn sie schwanger sind oder so? Warum willst du was sagen? Ich bin nicht schwanger. Achso. Doch, ich habe jetzt gerade eben ein Kind gekriegt. Warte, da, ihr seht's. Da. Voll süß, oder? Ich hab's mal kurz in die Cam gehalten. Achso. Ja. Und hier hier bei mir zu Hause habe ich natürlich auch eins. Ist voll cool. Das steht immer bei mir. Bravo, lass das. So, um die Frage jetzt noch abschließend zu beantworten. Warum Bravo sagst du? Ist komplett eigentlich, nach dem Vater. Ist eigentlich relativ einfach gehalten und eigentlich auch überhaupt nicht schwer zu erraten. Es gibt eine Automarke eines italienischen Herstellers und dieser hat ein Modell rausgebracht, was sich früher Brava nannte. Dann Bravo, Astilo, dann Brava, dann Bravo. Ja, das ist das derzeitige Auto, was ich auch gerade fahre. Und mein allererstes Auto, was ich je hatte, war ein französischer Autohersteller, ein renommierter. Und der hatte ein Modell gehabt, was heute der DS wäre. Und das ist eben halt der Saxo gewesen, die Zitrone Saxo. Und ja. Und aus quasi meinem ersten Auto und meinem letzten Auto entstand jetzt quasi, also was heißt mein letztes Auto, mein jetziges Auto und mein erstes Auto, so entstand eben halt der Name. Punkt. Also im Grunde Bravo Saxo, der Autonarr. Kann man so fast sagen, wenn man ja. So will. Ja. Ja, Pferdeschwanz 89 war leider schon vergriffen, sonst hätte ich Pferdeschwanz 89 genommen, aber war leider schon vergriffen gewesen. Gut, hätte ja ein Pferdeschwanz 89 LP geheißen, ja, aber. Und da steht die 89 nicht fürs Jahr, für den Jahrgang. So. Die Fiene ist gleich ganz ruhig. Was soll ich denn dazu sagen? Keine Ahnung. Nee, da
Dann hast du deine Erklärung, warum ich jetzt ruhig bin. Lal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 a. So, ich habe hier ein Portal gefunden. Schön für dich. Ach, und hier sind wir gleich kannst wieder so jetzt, eine... Hände klatschend in die Luft hüpfen. Ja, ich würde... Neues Rezept. Sprengbombe. Oh, das ist gut. So, na komm. Wurmi. Da hat sie es ausgewurmt. So, da drüben haben wir noch so einen Kandidaten. Ja, komm. Ja, sag mal, bist du na, sag mal, bist du denn bescheuert? Bleibe hier, du alter Dreckspatz. So. Herzlichen Glückwunsch für denjenigen, danke, der ein Level aufgestanden ist. Aufgestanden. Aufgestanden bin ich nicht. Aufgestanden von irgendwas. Wo haben wir es jetzt? Hier. Da würde ich doch mal so frei und fromm sein und einfach mal das Portal hier aktivieren. Tu das. So, 13 Steine Hammer. So, wir können das mal hier. So, weil ich die essen kann anscheinend, oder was? Ah ja, gut. Das sind gar keine Samen. Ich dachte, die kann man... Na gut. So, okay. So, dann setzt man quasi hier die Portalsteine ein. Da, und das Stargate öffnet sich. So. Haben wir das gemacht. Sind wir noch hier? Alabaster. Mhm. Lalala, 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 lalala. Oh, wen haben wir hier denn? Ansprechen natürlich. Morton der Minenarbeiter. Hallo, tapferer Ritter. Dark. Plaudern. Tief unter der Erde findet man die meisten Erze. Ja, die habe ich alle schon geklaut. Ach so, deswegen finde ich hier oben nichts mehr. Hä, unter der Erde? Ich bin hier unten gewesen, da in dem Loch, in der Mine. Ach so. Was hat er damit jetzt nicht zu tun? Sepp stirbt gleich? Nein. Ja, du warst so rot, deswegen frage ich. Wo siehst du das denn? Na, wenn dein Name rot-weiß blinkt. Rot-weiß-Erdfurt? Ich sehe deinen Namen noch nicht einmal. Dann dreh dich mal. Nur beachtet mich keiner. Hm. Ja. Ich helfe Sepp da ich einfach total mal. Ich bin schlecht behandelt. So. Einfach mal mithelfen. Lal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 a. So, da loot man quasi überall die Portale ab, um uns bessere Sachen daraus zu basteln. Habe ich das richtig verstanden? Halt, in den Portalen hast du ja auch Quests und alles. Die kannst du ja auch mitmachen und hilfst den Bürgern dabei. Dann manchmal hast du auch so nein! Ein paar Stunden auf... Nein! Wer ist denn da gerade von der Insel gefallen? Ich nicht, aber stell dich doch mal an den Rand, ich schubse dich gerne runter. Nö. Ah, ich weiß, wie das ist. Aber ich hab's überlebt. Na was heißt du? Ist leider nächste hinterher gesprungen. Nein. Was? Ich wurde getötet. Ich springe ja wenigstens heldenhaft das noch in. Töten lassen ist nie so peinlich, wie wenn man von der Insel fällt. Obwohl man ja weiß, dass die in den Abgrund geht. Das habe ich denen nämlich gesagt.
Mhm. Das habe ich dir am Anfang schon gesagt. Ja, ich zeige wenigstens auf meinem Kanal wenigstens, wie man ganz gepflegt sterben tut, ja? Ah, der Himmel ist schön. Müsste man nach oben gucken. Ja, nach oben guckt ja jeder. Nach unten muss man gucken. Im freien Fall. Ohne Seil. Uah. Du, ich hab das auch schon geschafft. Ja? Ja, klar. So, vielen Dank. Bitteschön. Ja, wir bauen jetzt hier gerade nur ab, weil wir die Blöcke später brauchen werden. Au, 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 au. Blöde Schildkröte. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's ja wohl. Ach, guck mal, wer da schon wieder ist. Ja, man kann ja eigentlich mal probieren. Was ja? War das denn? Ich was bin gerade mit der Rakete aus in die Luft geflogen und bin wieder runter. Hä? Aua. Hier wollte gerade jemand was Böses. Ich habe gerade so einen Feuerschaden abbekommen. Ich habe gerade nur mal ein bisschen Kupfer ablute. So. Oh, hallo. Kann doch nicht wahr sein. Ah, ich bin froh, dass das jetzt mit der Aufnahme viel besser läuft als bei der ersten. Ja. Level up! Schön. Ja. Glückwunsch. Hoch. Dankeschön. Du auch, Sepp? Ach, du auch? Ja, natürlich. Ja, ich auch. Haha. Mit meinem Doppelpack hier. Doppeltes Level up. Deswegen war das auch so, so unverschämt laut. Juhu. So. Aber das ist ja schön und gut, dass wir jetzt hier Kupfer haben. Ich vermisse eigentlich, dass hier mal irgendwann Kohle kommt. Ja, ja, das wird auch schon irgendwann mal kommen. Ach, wen haben wir denn da? Wo willst denn du hin, Freund Blasius? Freund Blasius, grüne Schnablius. Was haben wir dort hinten? Nichts, nichts, nichts. Hier ist Kupfer drunter. So. Seid da jetzt also alle Level 3 oder wie? Nein, Level 4. No, Level 4. Gut. Wieso? Ach, nur so. Die arme Fiene hängt hinterher. Kann denn sowas sein? Macht denn die gute Dame die ganze Zeit? Ich baue hier die Steine ab, dass wir später uns so einen Schutzwall machen können. Ach so. Dafür brauchen wir die nämlich und ehe ich die craften muss, baue ich sie mir lieber ab. Ja, ja, okay. So, was haben wir hier? Kupfer, Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer. Ist ein quasi ein Kupferd. Ein gekübtes Pferd. So wie du oder was? So genau. So, dann hier noch. Und dann noch da. Also sag mal, wenn wir ja quasi, wir können ja hier dann im späteren Verlauf ja wahrscheinlich uns noch eine Hütte bauen, hä? Natürlich können wir uns das bauen. Da werden wir uns also quasi in den nächsten Folgen demnächst mal eine Heldenunterkunft bauen. Wenn ich das vielleicht so mal nenne. Da oben. Komm ich da oben ran? Zweifel es. Tatsache. Der hat aber einen ganz schönen Radius, wie der Blöcke abbauen kann, hä? Ja.
Deswegen sagt sich ja immer auf Creativerse, sich dann umzugewöhnen, das ist dann doch schon ein bisschen doof. Aha. Kann schon lange graben. Ich will ja daran. Noch einer? So, da ist die Spitzhacke jetzt so rot. Mit der Taste 8 kann man die wieder ganz machen. Und so. Was haben wir hier? Da ist noch einer. Oh Gott, jetzt habe ich gedacht, ich springe wieder in den Abgrund rein. Aber dem soll es nicht so gewesen sein. Ja, bau doch die Fackel ab, du. Oh. So, Fackel hier ran. Ja, du sollst das Kupfer abbauen, du. Held, du. So, da haben wir das. Dann nehmen wir noch das hier alles mit, weil ich so eine alte Erzhure bin. So, haben wir jetzt noch irgendwo Kupfer? Da sehe ich zumindest noch welches so rumhängen. Was gerne geerntet werden möchte. Sagt man eigentlich zum Eisen abtragen auch ernten? Bin mir ja gar nicht so sicher. Ich würde einfach sagen abbauen. So. Ah. Oh, ach. Das sieht ja schön aus. Was denn? Hier, wo ich gerade bin. Bin hier irgendwo im Nirgendwo. Was? Bringe dieses Item zu Stanton, der, was, Geologe, Kupfererz. Genau. Wer hat denn da gerade einen Quest angenommen? Soeben angenommen. Aha. 10 Kupfererz. Zum Glück haben wir schon 200 und eingesammelt, sodass wir es direkt abschließen können. Du hast schon 200 Kupfererz? Nee. Natürlich. Nee, das ist das, was wir gemeinsam haben. Ach so, schade. Das vordere, was schön gewesen. Ich habe zum Beispiel genau. 60. Und das ich die erste 86. Zahl war deins. Ja. Schön für dich. Ich nicht. Aber was bringt uns das ganze Kupfererz, wenn man keine Kohle hat? Ja, das kommt. Na, erstmal, um deine Werkbank vielleicht zu verbessern. Ach so. Das muss ich gestehen, habe ich schon gemacht. Bitte was? Was? Werkbank was? Verbessern? Aufrüsten? Ja. Genau, aufwerten. Oder aufrüsten. So. Irgendwie so. Eine epische Animation. Oh, was kann man denn jetzt, denn? Kann man jetzt hier machen? Mir fehlen Holz dazu. Wir benötigen Holz. Weiß das jemand kennt? Nee, Gott, das sagt mir das nicht. Achso, im Spiel war das. Na, wie heißt. Ah, jetzt komme ich selber nicht drauf. Siedler? Stronghold. Ach, Stronghold, okay. Was ist denn das? Ein Spiel. Schön. Genau. Wäre ich genauso viel wie vorher, ey. Oh, was ist denn Stronghold? Ach, ein Spiel. Ja, wie soll man sagen? Es ist eben ein mittelalterliches Aufbauspiel. Ah. Auf Deutsch. Also sowas wie die Siedler. Genau. Und etwas älter schon. Das, aber eigentlich immer noch vom Inhalt genauso aktuell wie immer. So. Gut. Wie sieht's bei euch denn aus? Ja. Also ich bin hier wir irgendwo. Wir sind bei 23 Minuten. Ja. Erstens wollte ich gerade fragen, wo sind wir. Wie sieht's denn bei euch gerade aus? Weil ich bin irgendwo in einem Loch und komme da wahrscheinlich. Ich komme hier wahrscheinlich sowieso nicht mehr raus. Ich habe hier so eine schöne Aussicht. Ja, wie gesagt, ich komme hier sowieso nicht mehr raus. Aus dem Loch. Okay, hat sich gerade geändert. Hast du einen Schlaganfall oder so? Soll ich einen Notarzt rufen? Nö. Ist wahrscheinlich wieder runtergefallen. Nein, ach, wie kommst du da auf die Idee? Ich doch nicht, kann doch gar nicht fallen.
Aber denn heute Valentinstag? So. Kommt doch mal zu mir, da können wir ja, einen Abschluss machen. Das ist so wunderschön bei mir hier. Ich komme ja so gleich. Wunderschön. Ich komme gleich, ich muss nur mal einen von den Grünen hier ganz kurz zur Vernunft bringen. Lalalalalalalala. Oh, schon wieder einer. Die lernen es aber auch nicht, ne? Gehen hier auf Stress und rennen dann weg. So. So, mach mal eine 3, 2, 1, meins? Ja. Das kann schon mal vorkommen. Ach, hier bist du. Mhm. Guten Tag. Genau, hier einfach runter. Guck mal, hier hast du so eine wunderschöne Aussicht. Auf die Insel da drüber. Was? Bist du da hin? Nö. Oder auf die dort hoch? Bohloch. Mach. Ich baue mal eine Treppe darüber. Mach das. Ich warte eigentlich nur noch auf den Sepp. Dann können wir nämlich die Folge für heute beenden. Ja, da muss ich erstmal hier irgendwie wieder hoch. Der ist schon wieder am Looten hier, der Sack. Was? Nein, ich mache hier geologische Ausgrabungen, gucke, ob da oben das Gesteinsmaterial noch fest genug dran ist. Na klar. Das solltet ihr jetzt wer glauben? Du. Nö, das ist vorbei, der Spuk. Achso, der Spuk? Nur genau. Lal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 
Wie seid ihr denn da drüber gekommen? Ach da, okay. Ach, da ist er doch schon. Sag mal, könnt ihr mal abwarten, bis ich hier fertig bin? Also ja! Nein! Selbst schuld! Selbst schuld! Kein Mitleid! Ah. Mein Absturz. Ja, nein, ich möchte die Einrastfunktion nicht aktivieren. Es ist furchtbar. Das ist einfach, weil ihr nie warten könnt. Ja. So, jetzt dürftest du theoretisch nicht mehr runterfallen. So. Guten Tag. Ist er schon wieder. Ja, ja, geht doch relativ schnell. So. Gut, Freunde. Dann haben wir es ja für heute. So, wer hat ja anmoderiert? Der möchte jetzt auch abmoderieren. Ach so, ja. Jeder schaut in eine andere Richtung, auch gut. Okay. Na dann. Also, das war's wieder mit Portalknights. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Wenn es heißt, das Sören fällt von einer fliegenden Insel. Genau. Genau, in der nächsten Folge werde ich das Akro-Mädchen dann quasi einfach mal irgendwo einmauern. In der Hinsicht, macht's gut. Ciao. Ohne X.